Jetzt machen wir erstmal richtig einen auf. Hau drauf. So. Da hat er jetzt nichts zu melden. Alter, ich wollte gar nicht runterspringen, aber egal. Hui. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt muss ich erstmal wieder da hochrennen. Das wüsste ich aber. Klumpatsch, jetzt kriegst du erstmal richtig auf die Fresse. Hallo, der Sanchez. Und jetzt? Groß ist am Boden. Das hat er noch gerne. Ich wollte ihm doch nur aufs Maul geben. Oh, sammeln. Oh. Ja, das war jetzt wieder voll verschwendet, aber egal. Ah, das wollte ich jetzt noch nicht machen. Aber egal, wir hauen ihn jetzt erstmal kaputt und jetzt haben wir weiter Schatten ein. Wir müssen uns in Albtraum-Raffi verwandeln. Das ist unsere heilige Mission. Gut, dass wir so überlevelt sind. Das könnte sonst echt schwer werden. Jetzt reicht's aber. Ich hab doch gemacht. Ah, du nervst. Klumpi. Lauchkopf. Alter, Lauchkopf. So, erledigt. Halt, ich will doch nur darauf. Warte, Fluchtversuch. Jetzt musst du schneller hinrennen, sonst ist alles umsonst gewesen und dann bin ich angepisst. Na, Frankie. Halte durch. Oh, der ist in dem Gebäude, ja, ganz toll. Verschwendete Zeit. Verpisst euch. Schnauze. Naja, lass sie mal ruhig den Kampf aufnehmen. Oh, komm, willst du mich verarschen? Naja. Wie viele Schatten habe ich jetzt überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Gerne. Alter, das ist wieder voll, ey. So. Das ist ein bisschen nervig. Ah, ja, natürlich bin ich voll reingrenatscht. Weil ich so ein Held bin. Das machen wir mal schnell den, damit er mich nicht wieder nervt, der Penner. Jetzt machen wir noch mal schnell den hier, dann können wir gleich richtig draufhauen. Das ist ein bisschen langatmig, das Ganze. Ja, Moria ist echt eine Nervensäge. Oh, jetzt ist er da hinten. Oh, der nervt. Mann, ist das eine nervige Pissralle. Mann, ey. Aha. Sehr schön. Jetzt geben wir mal richtig eins mit. Mal gucken, was es an Schaden verursacht. Auch wenn wir es noch ein bisschen aufheben können, aber hey, komm, was soll's. Ja, der hat gesessen. So, er ist wieder down. Oh, er ist verschwunden. So, wo taucht er jetzt auf? Hä? Oh.
Wir haben es nicht zu Albtraum-Raffi geschafft, das ist doof. Moria ist aufgetaucht, ja, sehr schön. Für Moria. So, ich wäre gerne als Albtraum-Raffi rumgelaufen. Es ist garantiert möglich, da bin ich sowas von überzeugt von. Aber der ist ziemlich klein dafür, dass er jetzt seinen Shadows Asgard drin hat. Ich habe mir eigentlich fetter vorgestellt, aber vielleicht geht er noch später in die Mitte zu, da runter. Wieso sind überhaupt Zombies, wenn er seinen Asgard eingesetzt hat? Ist ein bisschen unlogisch. Oh, er war schon auf dem... auf dem Strich. Was ist eine Nervensäge, ey, komm. Kratz ab. Und es ist immer noch unlogisch, dass hier Zombies rumlaufen. Dürfte eigentlich gar nicht sein. Ultimate the Hammer! Hier, noch einmal extra für dich. In den fetten Wanz. Wahrscheinlich hab ich die Leber getroffen. So, noch einmal, damit auch die kleinen Bimbos alle weg sind. Siege Moria und Os. Os ist schon längst Geschichte. Eigentlich müsste der hier da unten liegen. Aus Teilgründen. Ja, Mann. Jetzt können wir den fetten, aufgedunsenen, bewusstlosen Moria kaputt hauen. Hallo, Mann. Noch einmal da durchsensen. Einfach nur, um ein bisschen das aufzuladen. Für einen Kitsune-Angriff. Weil wir müssen ja mit einem Kitsune-Angriff umlümmeln, damit wir ein Schatzereignis kriegen. Hab ich hier. Was? Super. Und das ist da. Nach unten gesprungen? Warum machst du das? Ich habe das Gefühl, der hält sich hoch. Kann das sein? Das wollen wir jetzt erstmal austreiben. Wir werden ihn jetzt ein für alle Mal vernichten. Alter, habe ich schon viel Schaden kassiert. Ich bin auch dick. Ich will ihn endlich kaputt hauen. Und mit dem Kitsune-Angriff erledigen. Ha ha ha!
So, hoffentlich treffe ich ihn jetzt. Wenn nicht, dann habe ich es verkackt. Da muss ich es irgendwann mal nachholen. Und alleine für Albtraum Raffi werde ich immer, wenn ich jetzt hier diese Mission spiele, es aufnehmen. Wir haben es geschafft. Yes! Jetzt bin ich aber gespannt, wie es weitergeht.弱り切ったお前たちを消したところで何の面白みもない。お前たちの命は助けてやろう。その代わり、 まだ立ち上がる気力が残っていたか。どうしてもルフィの首を取っていくのか。それが最大の情報だ。分かった。首はやるよ。ただし身代わりのこの俺の首一つで勘弁してもらいてえ。 大して名のある首とは言えねえが、やがて世界一の剣豪になる男の首と思えば取って不足はねえはずだ。そんな野心がありながらこの男のためにお前は死ねるというのか。船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろ。ルフィは 海賊王になる男だ。待て待てクソ野郎、お前が死んでどうすんだよ。おう、でけえの。こんな鞠も剣士よりこの一味で最も厄介な存在になるのは黒足のサンジだ。なっ、てめえ。
これで麦わらに手を出せば恥をかくのは俺だな。その代わりお前には地獄を見せる。 Warum ist das nicht rot? Es müsste rot sein. Hura, Miro! Karada ga garu in da yo! Nande da? Usso tsuke! Sonna wake ne da ro! あの野郎どこだ。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。 Das war damals so episch. Wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, war das so episch. あ、残すんじゃねえぞ。よほほほほほ。本当に、あ、失礼。先日も今日もお腹いっぱいごちそうになって、私少し太ったかも。骨なのにって、やかましいわ。こんなにうるさいのに目も開けねえな。 仲間になっていいですか。あ、いざ。さらっと入った。改めまして、私死んで骨だけ、名をブルックと申します。通称花歌のブルック、うだつきでございます。今日麦わらのルフィ船長にこの命お預かりいただきます。 So muss es laufen. Habe ich gar nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, läuft. Bin halt Profi, ne? Level 39. Dann sehen wir mal zu, wie sich die Legende füllt. Ja, sehr schön. Ach, ist das toll. Ach, göttlich. Was steht da? Os 55 Münzen? Man sieht, hier sind auch im Level schon ein bisschen gestiegen. Ich war fleißig. Fähigkeiten bloß dafür Brücke. Yeah. Ein Haufen Münzen. Nein, ich mache das alles separat. 10.648.988 Berry. Wir sind reich. Mamma mia. Brook im freien Lock. In der Galerie gibt es was Neues. Berry Shop. Ach, ist das toll. Und wir speichern. Ach, macht das Spaß. Warte mal. Es ist jetzt
Eine Stundenaufnahme. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange geht. Diese Bande hat es in sich. Oh ja, das hat sie. Auch diese Aufnahme hat es in sich. Eine Stunde, meine Fresse. Ging echt länger, als ich dachte. Und Abenteuer im Sabaody-Archipel. Das wird eine traurige Session. Wir gehen mal kurz hier Schatzereignisse. Besiege den Doppelmann, ohne dass ein Piratenkapitän flieht. Okay. Vereine die Crew mit Brug, ohne jemanden im Stich zu lassen und bekämpfe Os. Ich habe jemanden im Stich gelassen. Verändere ihre Strategie. Was für eine Strategie? Keine Ahnung. Kann ich überhaupt alttraumreich werden? Ich weiß es nicht. Schweinerei. So, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Und für diese Aufnahme, für diesen Part. Passt alles so gut. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn wir Abenteuer im Sabaody-Archipel erleben und wahrscheinlich auch ordentlich auf die Fresse kassieren werden, aus Gründen, die jeder kennen sollte. Auf jeden Fall, ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Arrivederci, meine kleinen Macaronis. Und im nächsten Part werden wir wahrscheinlich einen der traurigsten Momente der Geschichte erleben. Ich bin gespannt. Also, bis demnächst. Tschüss.